Ein neues Set steht an und diesmal mit einem besonderen Twist. Alle können sich das Pack jetzt herunterladen. In diesem Video schaue ich mir das neue Wüstenoase-Set für The Sims 4 nämlich im Detail an. Für das neueste The Sims 4 Pack musste ich mich tatsächlich nicht in meinen PayPal-Account einloggen. Das liegt schlicht und ergreifend einfach daran, dass alle Spieler das The Sims 4 Wüstenoase-Set kostenlos erhalten. Wenn ihr es noch nicht habt, geht auf Origin, ladet es euch herunter. Ab dem 18. Oktober steht tatsächlich auch The Sims 4 dann für alle kostenlos zur Verfügung. Darum soll es in diesem Video aber gar nicht gehen. Wie ihr schon im Titel gesehen habt, es geht um das neue Set. Wir schauen uns jetzt einfach mal so ein bisschen die Objekte an. Ich bin auch schon direkt im Baumodus und ich bin tatsächlich ziemlich gespannt, was wir hier so Neues bekommen haben. Wir starten einfach direkt durch. Mittlerweile wird es hier ja so ein bisschen chaotisch, dadurch, dass wir keinen Filter für die Sets haben, jetzt selbst im Baumodus. Das Wüstenoase-Set bietet unter anderem diesen Stuhl hier, den es, okay, die Farbpalette ist meistens immer direkt klar, wenn man das erste Objekt anklickt. Ja, tatsächlich eigentlich braun, schwarz, weiß. Sehr modern natürlich, also so von den Farben, kann man jetzt keinen Barbie-Garten hier einrichten. Das ist nicht der Fall, aber diese Farboption gibt's. Tatsächlich eigentlich schon mal ganz cool. Wir haben diesen Barstuhl, den ich tatsächlich extrem schick finde. Der ist mir auch schon bei der Ankündigung positiv aufgefallen. Ja, doch, würde ich sagen, spontan schon mal einer meiner Favoriten tatsächlich. Das ging wirklich sehr schnell. Wir haben dieses neue Sofa erhalten. Sieht tatsächlich sehr gemütlich aus, was ich tatsächlich so ein bisschen schade finde. Im Basisspiel hatten die Entwickler ja noch so ein bisschen die Regel, dass alle Sofas, die es so gibt und auch alle Sessel, alle Farben haben, so ungefähr. Man konnte jegliche Farben rot, blau, grau, schwarz, orange auswählen. Die Regel haben sie dann mit den DLCs leider so ein bisschen wieder verworfen. Jetzt gibt es nur diese Farben, die aber tatsächlich für den Garten eigentlich ganz gut geeignet sind. So, ich glaube aber tatsächlich, wenn man das Sofa im Regen stehen lässt, gibt es danach auch den Geist auf. Wir haben diesen neuen Zweisitzer bekommen, der so ein bisschen aussieht, als wäre er aus Stein. Hier könnte dann noch so, ja, einfach so ein Kissen da drauf gelegt worden sein. Auch wieder diese Farben. Ich glaube, die anderen Objekte sollten da dann tatsächlich vom Stil einigermaßen dazu passen. Wir haben das hier bekommen. Tatsächlich irgendwie finde ich sehr geometrisch hier teilweise. So einfach quasi nur, ja, hier alles so aus Quadraten, wenn man es so sagen will. Auch im letzten Set-Video ist mir da ja so ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich aus Versehen ja tatsächlich Schuhe vorgestellt, die es eigentlich mit einem anderen Set gab. In diesem Video hoffentlich dann nicht. Wir haben diesen neuen Beistelltisch bekommen. Tatsächlich hier unten ist auch ein neuer Slot. Das heißt, man kann hier kleine Deko-Objekte reinplatzieren. Genau, aber zum Beispiel so eine kleine Pflanze könnte man hier reinstellen. Wäre auf jeden Fall denkbar. Wir machen das jetzt mal wieder zurück. Dann haben wir diesen Block hier bekommen. Ja, also ich glaube, ich will jetzt hier nichts Böses sagen, aber ich glaube, da hatten die Entwickler eine ganz kurze Entwicklungszeit bei diesem Block. Wenn es 3D-Programm gegangen, ein Block hinzugefügt, zack, fertig. Neues Objekt. Nee, aber sieht natürlich irgendwie auch ganz gut aus, passt hier da dazu. Wir haben diesen neuen Wandschrank hier tatsächlich bekommen, diesen runden Bögen. Wir haben echt schon ganz schön viele Bars in The Sims 4. So viel trinken können die Sims gar nicht, wie es eigentlich Bars im Spiel gibt. Hier auch so eine schwarz-weiße Kombination, Holz und Stein, die Kombi mag ich ja sehr gerne. Oh, auch von hinten hier mit diesem, ja, Flaschenhalter-Gedöns sieht das sehr cool aus. Die gefällt mir tatsächlich wirklich sehr gut, sehr schick. Ich bin tatsächlich erstaunt, wir haben schon so viele Packs für The Sims 4 bekommen und ich bin tatsächlich überrascht, wie viele unterschiedliche Stile die Entwickler da immer noch zusammenbekommen, weil tatsächlich das hier hatten wir so im Spiel auch noch nicht, nicht mal im Ansatz. Das finde ich dann tatsächlich ganz gut. Wir haben ein paar neue Vorhänge tatsächlich bekommen, in verschiedenen Größen, auch sehr wichtig, dass man alle Räume so ein bisschen abdecken kann. Ja doch, hier jetzt auch so ein bisschen Blau mit drin. Das gibt es hier beim Stein tatsächlich nicht so. Also auch sehr interessant. Böse Zungen würden jetzt natürlich behaupten, das ist so ein bisschen zum Strecken. Da kann man die Objekteübersicht natürlich noch mal ein bisschen erweitern. Aber ehrlich gesagt, das ist ja auch okay. Es müssen alle Wandhöhen abgedeckt werden. Boah, das war tatsächlich ja in meinem Ankündigungsvideo von diesem Set wirklich auch eines meiner Favoritenobjekte. Und auch hier im Spiel sieht es tatsächlich sehr cool aus. Auf jeden Fall ein sehr großes Objekt. Also an so ein kleines Häuschen im Wald kann ich mir das hier nicht so ganz vorstellen. Ist so ein bisschen markisenähnlich, wirft auch einen interessanten Schatten. Doch,
Das muss ich sagen, ist, glaube ich, ein ganz gutes Deko-Objekt. Und das Fenster kommt ebenfalls gleich, was mir tatsächlich sehr gut gefällt. Das habe ich ebenfalls in der Ankündigung auch wirklich positiv hervorgehoben, weil ich das tatsächlich eine sehr coole Idee fand. Wir haben neue Bodenlampen. Die sieht so aus. Tatsächlich, hier gibt es dann auch ein paar andere Farben. Also, ja, wirklich Kritik auf hohem Niveau, aber es ist dann ein bisschen schade, dass jetzt hier so dieses Blau oder das krasse Orange oder so sich jetzt nicht in den anderen Objekten wiederfinden lässt. Ist jetzt aber auch wirklich nicht sonderlich schlimm. Der neue Kamin, ja, das Objekt, was dem Pack-Icon seinen Ursprung geboten hat, sage ich mal. Tatsächlich auch ziemlich cool. Kann man nicht sagen. Einfach ein solider Kamin. Ja, ehrlich gesagt, so vom Stil erinnert mich das perfekt an Objekte, die so ein bisschen in Oasis Springs oder Strangerville irgendwie stattfinden könnten. Da würden die perfekt reinpassen. Aus der Reihe haben wir jetzt keine Objekte mehr aus dem Set. Dafür haben wir diesen neuen Grill bekommen. Da haben ja schon viele gerätselt, ob hier jetzt auch eine neue Theke mitkommt. Es sah hier ein bisschen so aus, hat man ja auch auf dem Pack-Cover dann so ein bisschen gesehen. Ist aber leider nicht der Fall. Neue Theken wären, glaube ich, auch für ein Set ein bisschen viel. Ihr müsst euch mal überlegen, alle Theken, die es im Spiel gibt, haben ja ganz verschiedene Variationen. Und es sind tatsächlich dann ja so 7, 8 Objekte pro Theke, die man jetzt so bekommt. Wäre natürlich jetzt ein echtes Highlight gewesen, leider in diesem Fall nicht. Tatsächlich, hier ist auch wieder so ein Logo drauf, fällt mir gerade auf. Das finde ich irgendwie sehr witzig. Also in letzter Zeit haben die Entwickler damit, einfach irgendwo Logos drauf zu packen. Aber ich muss sagen, das sieht wirklich cool aus. Das kann man sich so vorstellen, dass man das hier so ausklappen kann und da dann irgendwie sein Zeug noch irgendwie ablegt. So könnte ich mir das irgendwie vorstellen. Hier dann auch wieder so ein bisschen dieser rötliche Stein, der mir tatsächlich sehr gut gefällt. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe unwissentlich hier aus Versehen per Zufall alle in diesen roten Stein gelassen. Das passt jetzt hier sogar sehr gut zusammen. War tatsächlich nicht beabsichtigt. Wir haben ebenfalls diese schicken Lampen bekommen, in dieser leichten Korboptik, sage ich mal. Es sieht so ein bisschen so aus. Könnte tatsächlich so ein Flechtmaterial sein, so Seile oder so hier zusammengeflochten. Ja, doch. Also die gefallen mir tatsächlich auch sehr gut. Das Braun ist ganz cool. Es ist auch immer wichtig, die Lampen werfen in diesem Spiel manchmal tatsächlich ein sehr komisches Licht. Ist in diesem Fall nicht unbedingt gegeben. Das sieht tatsächlich eigentlich ganz normal aus. Wir haben die in verschiedenen Längen, auch sehr wichtig für die verschiedenen Räume. Hier jetzt auch nochmal die längste Größe. Und als letztes haben wir eine neue Tapete bekommen. Das wäre nämlich diese hier. Oh, okay. Also ehrlich gesagt, ja, für innen ist die jetzt natürlich nicht geeignet. Für außen aber tatsächlich sehr rustikal und schick. Mir gefällt es hier mit diesen Nupsis hier irgendwie ganz gut, diese kleinen Punkte. Ja, doch. Also fast vielleicht für manche Häuser ein bisschen zu rustikal. Sieht ein bisschen aus, als wäre die Wand irgendwie nicht verputzt. Aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Leute, die diese Wand hier tatsächlich sehr gut verwenden können. Und ebenfalls ein dazu passender Boden, der aber irgendwie nicht diese kleinen Nupsis hat, die hier an der Wand sind, diese kleinen Punkte. Okay, von den Farben wirklich nichts Spektakuläres. Alle Farben, die ihr hier seht, ja, haben alle Objekte so ein bisschen im Pack. Und wir kommen noch zu einem echten Highlight, was viele in der Community schon sehr interessant ja, benutzt haben, sage ich mal. Das ist mir auf jeden Fall noch aufgefallen. Dieses neue Fenster sieht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen unspektakulär aus. Aber wenn man das hier auf die kleinste Höhe macht und dann hier quasi einen kleinen Überbau hinbaut, ich zeige euch das jetzt hier einfach mal, kann man tatsächlich was wirklich architektonisch sehr Interessantes machen. Wir setzen jetzt dieses Fenster hier hin, machen wir mal zwei daneben, hat man jetzt auch schon im Screenshot gesehen, für alle, die sich das genauer angeguckt haben. Dann zieht man diese Wand hier so eins nach vorne und dann kann man hier quasi, ja, so eine diagonale Fensterfront machen. Das muss ich sagen, ist wirklich ein Highlight. Also gerade für Leute, die gerne im Baumodus unterwegs sind, die werden das, glaube ich, sehr zu schätzen wissen. Ich glaube, das ist auch recht einfach, damit eine Wand zu gestalten. Einfach, weil man die ganze Wand hier mit diesen Fenstern zuklatschen kann. Jetzt könnte man hier vielleicht dann auch noch so eins Abstand lassen und das sonst irgendwie gestalten. Es gibt da also einige Möglichkeiten. Das mag ich tatsächlich, weil manchmal gibt es Sets,
die irgendwie sehr vorhersehbar, sehr langweilig sind. Und manchmal gibt es in den Sets wirklich so ein, zwei Objekte, die so waschechte Highlights sind und die das dann doch tatsächlich sehr spannend machen. Das finde ich tatsächlich wirklich eine ganz coole Sache. Also tatsächlich ein relativ kurzes Video. Wir haben jetzt hier schon alle Objekte durch. Ihr seht sie jetzt auch hier nochmal in der Gesamtübersicht, habe ich euch eingeblendet. Kommen wir doch mal so ein bisschen zu meinem Fazit. Also ganz ehrlich, die Objekteauswahl ist jetzt tatsächlich nicht riesig. Ihr könnt damit eine ganz hübsche Terrasse einrichten. Nichts so richtig zum Grillen. Ihr habt jetzt hier diesen Grill, aber keine Theken dazu. Es ist tatsächlich eher, um so einen kleinen wohnigen Bereich einzurichten. Es ist eigentlich wie immer bei den Sets. In diesem Fall gibt es jetzt keine großen Patzer, wie wir das jetzt so beim Industrieloft-Set vielleicht hatten. Da gab es ja so den ein oder anderen kleinen Miniskandal zum Pack. Das haben wir in diesem Fall nicht. Wir haben tatsächlich eine relativ solide Objekteauswahl, die doch den einen oder anderen Bauherrn hier, glaube ich, glücklich stimmen wird. Wir haben ein paar neue, coole Lampen bekommen. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ich finde die Objekte ganz schick. Werde ich wahrscheinlich auch im ein oder anderen Häuschen mal benutzen. Vor allem dieser Barhocker hat es mir irgendwie angetan. Aber das Gute ist, ihr müsst das Pack euch ja auch gar nicht kaufen, ihr könnt es euch einfach gratis runterladen, deswegen schlagt doch einfach zu, da kann niemand irgendwas sagen, im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und ich würde sagen, damit wären wir auch schon am Ende des Videos angekommen, ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das Set findet. Die Frage nach dem Kauf erübrigt sich, schaut einfach in der Beschreibung vorbei, da könnt ihr es euch direkt über Origin runterladen. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.